Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam meine Asam Beauty Bestellung bei mir an und da habe ich mir diese Box bestellt. Da habt ihr mich auf Instagram drauf markiert, dass es doch vielleicht eine ganz coole Nummer wäre, wenn ich das hier auspacken würde. Das ist nämlich so eine Art Wundertüte, aber irgendwie dann doch eher als Box. Also keine Ahnung, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die konnte man nämlich auf Asam Beauty bestellen. Ich weiß nicht, nee, das war nicht zu Black Friday, ne? Das war irgendwie auch danach, eine Woche danach. Keine Ahnung, so als Weihnachtsbox, glaube ich, vielleicht. Und da soll auf jeden Fall das Magic Finish, also diese Magic Finish Creme drin sein. Die habe ich aber schon da. Und es wird in diesem Video wahrscheinlich auch eine Verlosung geben, eben deswegen, Leute. Und 30 Euro hat die, glaube ich, gekostet, 29,95 oder so. Hier steht drauf, du bist schön und das Asam Beauty Logo finde ich total nice. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ich habe mir auch ein bisschen was dazu bestellt, damit ich halt versandkostenfrei bestellen konnte. Eben weil ich auch ein Fullface Asam Beauty plane, habe ich mir das Magic Finish oder den Magic Finish Eye Designer mitbestellt in Black, also einfach ein Eyeliner. Das ist dieser hier. Ja, muss ich mal gucken, ne? Das ist halt ein bisschen verdatscht in der Verpackung hier, aber ist nicht weiter wild, das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, also ich schaue mal, wann ich am besten dieses Fullface mal abdrehen kann, vielleicht mal jetzt am Wochenende und euch die Tage mal hochladen. Es wird dann relativ kurz werden, weil Asam Beauty ja auch darauf setzt oder im Asam, dass die Produkte super schnell funktionieren. Also jedes Produkt quasi eine Minute und wenn ich mir das setze, für jedes Produkt eine Minute, dann sollte das recht zackig funktionieren hier. Und das hier ist halt so ein Produkt, was man auch schön nehmen kann, um sich so Foxy Eyes zu machen, weil er hier noch so einen Schwämmchen-Applikator mit dran hat. Ich bin gespannt, wie das auch bei meinen Schlupflidern funktioniert. Das ist einfach so ein Stift zum Hochdrehen. Ja, hier habe ich noch von eben was geswatcht. Ja, der sieht nicht fein aus, ne? Das ist halt wirklich einer für Smoky Eyes. Genau, und das kann man dann mit dem Schwämmchen hier hinten drin aussmoken. Aber wie gesagt, das wird nochmal ausgetestet. Gehört jetzt ja auch gar nicht zur Box mit dabei. Hier ist das kleine Schwämmchen, das Puffelding. Oh, das ist aber ganz schön hart, das Puffelding. Ist gar nicht so puffelig. Das fühlt sich eher nippelig an. Das habe ich jetzt wirklich gesagt. Ja, schneide ich auch nicht raus, weil ich bin eiskalt. Genau, ja, es fühlt sich ja irgendwie auch ein bisschen feucht an und auch wirklich ein bisschen hart. Aber gut. Auch dabei hatten wir so Shampoo-Proben von dem Rebuild-Shampoo und ja, mit Phytokeratin. Ja, für bessere Kennbarkeit, macht Elastizität und mehr Sprungkraft. Glanz und Geschmeidigkeit läuft bei dem Produkt, ne? Zwei Sachets sind hier enthalten, ohne Silikone und das, ja, kriegen wir schon hin. Und jetzt kommen wir mal zu der Box. Zack, ach so, solche Proben, ja, verwende ich jetzt ja leider nicht wirklich, ne? Aber die sammle ich für Instagram-Verlosungen, also falls du mir noch nicht folgen solltest, reden, Claudia. Falls du mir noch nicht folgen solltest auf Instagram, mach das einfach gerne mal. Da gibt es auch ab und an mal eine Verlosung und ja. So, das ein oder andere Foto. Jetzt gerade kommen auch meine ganzen Adventskalender jeden Tag online. Egal. Ich habe den Deckel jetzt mal ganz wild entfernt und schaue direkt auf Seidenpapier. Im Deckel drin steht jetzt nichts. Es riecht jetzt auch nicht irgendwie speziell. Es riecht einfach nach Papier, muss ich jetzt mal gestehen, ne? Und ich glaube 5 Produkte oder waren das nur 4 Produkte? Sollen auf jeden Fall ein paar Produkte hier drin sein. In der Full Size, genau. Und ja, dann schauen wir uns das doch mal an, ne? So, das hier ist auf jeden Fall das Magic Finish Summertime. Nee, dann wird es leider dann doch eher keine Verlosung geben, weil das Summertime habe ich nicht. Und da habe ich von Maxim gelernt, dass man das als Creme-Bronzer super verwenden kann. Wobei, nee, komm, so ein Riesenpot als Creme-Bronzer. Leute, das kommt jetzt in eine Verlosung. 30 Milliliter sind das, aber ihr müsst wirklich schauen, ob das euer Teint ist, ne? Weil das ist deutlich dunkler als das, was mein Gesicht so hergeben würde. Also ich würde es als Creme-Bronzer verwenden, aber 30 Milliliter, das wäre mir zu viel, gestehe ich jetzt mal, ne? Ich dachte, hier wäre der ganz normale drin. Naja, das Leben als solches ist eines der härtesten. Erleben Sie einen Hauch von Magie mit dem Magic Finish Make-up. Die zart schmelzende Textur unterstreicht Ihre natürliche Bräune. Die habe ich einfach nicht.
Und das ist wunderbar leicht auf der Haut. Also sowohl im Sommer als auch im Winter gibt es in meinem Gesicht eher wenig Bräune. Das, was man jetzt an Bräune sieht, ist Bronzer und Blush. Ansonsten kann ich mich auch vor eine weiße Wand stellen, man wird mich nicht sehen. Im Sommer, ja, ein bisschen, aber das sind eher meine Sommersprossen, die dann rauskommen. Also viel passiert da leider bei mir nicht. Fältchen, Rötungen und Unebenheiten können kaschiert werden, ohne die Poren zu verstopfen. Die Haut wirkt samtig mattiert. Auch das wäre nicht wirklich was für mich. Selbst Puder wird überflüssig. Das ist irgendwie auch schon wieder nett. Das Ergebnis ist ein ebenmäßig perfekter Teint. Hier ist eine Fliege. Voller Ausstrahlung. Sag mal, fliegt hier so ein Fliegevieh rum? Ne? Furchtbar. Über die Tagespflege auftragen, bis die gewünschte Deckkraft erreicht ist. Ja. Ist okay, ne? Aber wie gesagt, das wird nicht meine Farbe sein, Samantha. Also ich bin bei dem normalen Magic Finish schon so ein bisschen schwierig. 02, genau. Also wie gesagt, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, denkt dran, Base-Produkt, das finde ich immer super schwierig, ne? Genau, so als nächstes habe ich hier etwas. Da hatte ich auch schon mal ein... Hatte ich da nicht irgendwie... Eine Creme hatte ich davon. M. Asam Vino Rose, genau, die Nachtcreme. Sofort Hautoptimierer mit Traubenpolyphenolen. Und Rosenstammzellen. Ja, das finde ich schon mal ganz nice, ne? Ist das dann einfach ein Serum? Der innovative Komplex der Vino Rose Linie vereint wertvolle aus der Traube gewonnene Polyphenole und mit Stammzellen der Alpenrose und Blütenwasser aus der Damaszenerrose. Wirkt antioxidativ und schützt die Haut, mildert Anzeichen der Hautalterung, tonisiert, regeneriert und beruhigt. Okay. Reduziert Glanz. Ja, das ist wie ein Serum dann, ne? Hätte ich schon gesagt. Anwendung nach der gewohnten Tagespflege gezielt auf Fältchen oder dünn. Nee, das ist dann nicht so mein Ding. Nee, Altersempfehlung 20 bis 50. Eigentlich bin ich ja mittendrin, ne? Sollten Sie Make-up verwenden, lassen Sie den Sofort-Hautoptimierer vorher ein paar Minuten einziehen. Ja gut, nee, das ist dann doch nichts für mich. Geht auch mit in die Verlosung. Yay! Zwei Produkte gezeigt, beide Produkte bleiben nicht bei mir. Das ist irgendwie gerade ein bisschen mau für mich, ne? Weil ich ja Geld dafür bezahlt habe. Egal, aber ich mag nicht so gerne dieses, mach das nur auf eine Falte drauf und hoff, dass die Falte sich von alleine wegplammt. Bin ich kein Fan von, weil das, ich bin da zu ungeduldig für Leute, ne? Nee. Okay, als nächstes habe ich hier eine Duschmilch und das finde ich cool. Die Crema Pistachio Duschmilch. Jo, 300 ml ist echt ein Oschi, aber das finde ich ganz nett. Jo. Was soll ich da groß zu sagen? Das ist eine Duschmilch. Kriegst du nichts durch, muss ich aufmachen. Ist gut verschlossen, das finde ich nett. Die milde Duschmilch reinigt die Haut sanft, ohne sie auszutrocknen. Bla bla. Ja komm, das ist ein Duschöl, Claudi. Was willst du da groß zu sagen? Eine Duschmilch. Also, das, wie man das anwendet, wissen wir alle. Hoffe ich. Es wäre wünschenswert, Leute. Genau. Ich mag das übrigens, dass du hier drauf drücken kannst, ne? Das ist ja voll mein Ding. Dann musst du nicht irgendwie irgendwas aufbrockeln unter der Dusche. Ja, und ich so, das riecht echt gut. Oh, ich mag das. Das ist jetzt so ein schönes, typisches Winterprodukt. Es riecht aber tatsächlich eher nach Mandeln als nach Pistazie. Das mag ich gerne. Doch, doch. Das mag ich richtig gerne. Das ist top. Das mag ich. Habe ich gesagt, dass ich das mag? Ja. So, jetzt kommen wir schon tatsächlich zum letzten Produkt aus der Box. Hui. Dass es sowas gibt. M. Asam Vitamin C Rich Intensivcreme mit Vitamin B3 und Cheanuss. Reichhaltige Pflege mit wertvollen Ölen, mildert Linien und Falten, unterstützt die Hautelastizität mit hochwirksamem Vitamin C Goldkomplex. Ach komm, Leute, ich glaube, das muss ich mir echt mal gönnen. Ne? Das ist mit Hyaluronsäure, mit Camu-Camu-Beere, Macadamia und Cheanussöl, Mandel- und Traubenkernöl und Allantonin. Allantoin bekämpft die sichtbaren, also von 25 bis 65 kannst du die verwenden, auch da, ne, bin ich schon drin. Ja. Was wollte ich sagen? Bekämpft die sichtbaren Zeichen der vorzeitigen Hautalterung, Vitamin C schützt vor freien Radikalen, Vitamin B3 kann Linien, Fältchen und Pigmentierung mindern, schenkt ein glatteres, verfeinerteres Hautbild, auch ideal als Nachtpflege geeignet, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Ja. Okay, ich habe ja immer Angst vor Vitamin C, aber immer mehr Leute sagen mir, nein, Claudia, das musst du auch mal ausprobieren. Ist ja auch keine Fruchtsäure, es ist ja Vitamin C und das mit Hyaluronsäure finde ich auch schon wieder nice und da war gerade ein Flusen. Genau, sieht echt schön aus. Ich glaube, das muss ich wirklich mal ausprobieren, oder?
bin so eine Schissbuchse bei sowas. Ja, riech's jetzt nichts durch, ist jetzt hier auch noch verschlossen. Aber ich glaube, ja, komm, das probiere ich mal aus. Und die Nachtcreme von der Asam, die hat mir, also die Vino Rose, die hat mir schon so gut gefallen. Komm, dann behalte ich zwei Produkte und die zwei Produkte gehen dann jetzt in die Verlosung mit rein. Guck einfach in der Infobox vorbei, ne? Da steht alles soweit drin. Solltest natürlich Abonnent meines Kanals sein, das bist du entweder schon oder du holst es hier einmal nach. Das wäre auch ganz nice, das würde mich auch unterstützen. Auch wenn du einfach mal dem Video einen Daumen nach oben gibst oder wenn du einen lieben Kommentar schreibst. All das unterstützt mich, weil dieser ganze Algorithmus-Kram hier bei YouTube, seitdem ich jetzt quasi auch nicht mehr zwei Videos pro Tag mache, so wie in der Vorweihnachtszeit, sondern jetzt auf einem Video nur noch pro Tag runter bin. Das ist ja immer noch ganz schön krass, aber trotzdem, ne, ist der Algorithmus ganz schön böse mit mir. Die Auswertungsgeschichte, die meckert mich schon an, was ich da treiben würde. Es würde ja so alles runtergehen, aber Leute, ich mache das jetzt zum Spaß, ne? Muss man ja auch bedenken. Aber trotzdem wäre das ganz nice, wenn ihr mich so supporten könntet. Ja, egal. So. Das habe ich jetzt ausgepackt und das habe ich euch gezeigt und ja, weiß ich jetzt nicht so, ne, ob sich das für mich gelohnt hat. Also wenn ich jetzt auf die beiden Produkte auch noch scharf gewesen wäre, dann vielleicht schon. So habe ich jetzt zwei neue Produkte zum Austesten, wo ich jetzt aber nicht unbedingt gesagt hätte, die brauche ich in meinem Leben. Ja, ich hätte mir vielleicht mehr dekorative Kosmetik gewünscht, ich bin ehrlich, ne. Aber ja, im Asam, die stehen ja auch hauptsächlich dafür, dass man halt Pflege hat. Muss man auch ehrlich sagen. Aber ich bin eigentlich schon enttäuscht. Ja, bin ehrlich. Naja, das war jetzt aber auf jeden Fall mein Unboxing. Und ich finde die Wundertüten deutlich geiler, weil da irgendwie mehr und coolere Produkte drin sind, auch wenn man dann auf einmal ein Produkt in 5-facher Ausführung bekommt. Trotzdem, die sind schon irgendwie geiler als die Box. Auch wenn die Box schöner ist, aber der Inhalt war jetzt nicht so kapalm. Naja, ihr Lieben, das war's jetzt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner, nehmen wir einfach mal die Abo-Boxen, okay? Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.